Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Behind Me von Nina Schilling mitgebracht. Ich hatte leider meine Probleme mit dem Buch. Ich bin gespannt, was ihr so sagt. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Behind Me von Nina Schilling mitgebracht. Schaut mal, das Cover ist doch wirklich mega, oder? Das glitzert so schön. Also das ist das Cover. Der Rücken, ihr seht auch, wie dick das Buch ist. Und der Klappentext. Ich muss euch vorab noch eine Triggerwarnung aussprechen. In diesem Buch geht es um Missbrauch und Gewalt. Tessa ist tough und lässt sich nichts gefallen. Nicht einmal von der Clique rund um Dean. Ich hoffe, man spricht ihn auch so aus. Mit der sich niemand anlegen will. Als sie seine Schwester rettet, schuldet er ihr etwas. So der Kodex, nach dem er lebt. Aber all sein Drängen bringt nichts. Tessa will nichts. Und seit wann findet er sie nicht mehr total arrogant und nervig und bescheuert? Dian ahnt nicht, dass sie ihr das Einzige, was sie wirklich will, nicht geben kann. Ihr Vater soll in den Entzug und er soll aufhören, sie zu misshandeln. Es ist verdammt heftig, was Tessa durchmachen muss. Jede Nacht kommt ihr Vater betrunken nach Hause und sie muss ihn ins Bett bringen, obwohl er dabei regelmäßig auf sie losgeht und sie bisweilen auch schwer verletzt. Ihre Stiefmutter würde niemals auch nur einen Finger rühren. Immerhin würde sie das von ihren Lieblingshobbys shoppen und Tessa quälen abhalten. Wenn man nicht selbst in so einer Situation war, kann man nur schwer nachvollziehen, warum Tessa sich das gefallen lässt. Warum sie, die doch sonst jeden Angreifer abwehrt, zulässt, dass sie so schlimm verprügelt wird. Das Problem ist, das alles hat mit Logik nicht viel zu tun. Wenn man in so einer Missbrauchsbeziehung steckt, geht es vor allem um Gefühle und die Folgen keiner Logik. Dennoch muss ich sagen, dass ich heftige Probleme mit dem Buch hatte. Mir war Dian bis wenige Seiten vor Schluss absolut nicht sympathisch. Tessa schon eher, aber sie war mir zu sehr auf Cinderella gemünzt. Mit dieser schrecklichen Stiefmutter und der ganzen Arbeit, die auf sie abgewälzt wird, der wenigen Freizeit etc. Und da kam dann ihr gewalttätiger Vater noch obendrauf. Es war mir zu viel. Viel zu viel. Allgemein empfand ich sehr viel in diesem Buch als zu überzeichnet. Für mich ist es ein Buch über eine junge Frau, die aus einem gewalttätigen Elternhaus kommt. Die Liebesgeschichte kam für mich zu kurz. Ich konnte vieles nicht nachvollziehen. Für mich war es kein richtiges Enemies to Lovers-Thema. Dazu bleibt mir das alles zu oberflächlich. Auch Dians Familie ist nicht ohne, aber man erfährt zum Beispiel fast nichts darüber. Ja, sein Vater ist ein Frauenfeind, aber was daran bringt Dian dazu, Drogen zu nehmen oder illegale Autorennen zu fahren? Da fehlt mir die Erklärung. In diesem Buch wird ein sehr wichtiges Thema behandelt, aber für mich blieb alles andere auf der Strecke. Mir ging vieles viel zu schnell und gerade die Liebesgeschichte bekam für mein Empfinden zu wenig Raum. Ich konnte da nicht immer folgen. Sehr viele Fragen blieben für mich offen und außerdem fehlte mir ein Epilog mit einem Ausblick, wie es denn nun weitergehen sollte. Bei so vielen offenen Fragen wäre das in meinen Augen dringend notwendig gewesen. Insgesamt blieb mir das Buch zu oberflächlich und auf ein Thema fixiert. Mir ging einiges zu schnell und ich habe wirklich bis kurz vor Schluss gebraucht, um Dian zu mögen. Von mir bekommt das Buch ganz knappe 1,5 Sterne, aber auch nur, weil das Missbrauchsthema gut dargestellt wurde. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!